Pixel Junk Shooter Ultimate Totenstille heißt dieses Level. Und ja, willkommen zurück zu einer neuen Aufnahmesession. Ich muss dazu sagen, ich habe in der Pause ein wenig die Diamanten gesammelt. Und somit werden das die letzten beiden Episoden werden, die letzten beiden Folgen. Also dürft ihr gespannt sein, was da auf euch zukommt. Freut euch drauf. So. Und in der letzten... Wie soll ich den denn... Okay. Ganz gemütlich, ganz langsam. Werden wir da schon... Ah, schon wieder so eine chillige Musik. Und ich weiß, im Übrigen habe ich auch in der Pause mal rausgefunden, wofür auch die Sternchen sind. Denn wenn man 200 hat, bekommt man dann so Items wie Schutzschild... Oder so Sachen wie Level Up. Da ist ein Diamant. Sehr schön. Obwohl wir die, glaube ich, kaum noch brauchen werden. So, wie wir das Eis zum Schmelzen bringen, da müssen wir gleich mal gucken. Da wird bestimmt irgendwie... Ah! Da werden wir bestimmt gleich irgendwie was finden. Oh! Das war knapp. Da oben ist noch ein Diamant, ich sehe ihn schon. Hier oben. Sehr schön. Oh je. Und hier, glaube ich. Ob das jetzt so eine tolle Idee war, jetzt hier schon anzufangen damit? Weiß ich gar nicht. Uah, das war natürlich der größte Fehler meines Lebens. Somit. Nein, natürlich nicht der größte Fehler meines Lebens, aber ein sehr, sehr großer Fehler im Spiel, denn somit muss ich jetzt wieder die ganze Chose wieder von vorne machen. Natürlich jetzt ärgerlich, naja, egal. Den muss ich sofort mitnehmen da unten. Ah, oder? Ach nee, den kriege ich ja gleich, stimmt ja. Den kriege ich ja gleich, ja, ich vergaß. Ich vergaß, stimmt ja. Den können wir ja hier jetzt mitnehmen. Da ist er schon. So, den Diamant nehmen wir mit. Dann schleunigst hier rüber. Den Kumpel da mitnehmen. Ach, das hat doch vorhin... Ach, nee, komm. Das hat doch vorhin so gut geklappt. Das ist doch jetzt nicht... Das gibt's doch jetzt nicht. Das ist doch irgendwie, ne? Mein Gott, das ist doch irgendwie... Irgendwie, ne? So, also brauchen wir uns da gar keinen Stress machen. Da fällt er eh runter, gleich der Kollege. Ist das ein Diamant? Nein. So. Also, wie ich sagte... Ja, er winkt noch so schön. Wie ich sagte, also die Sterne sind dafür da, da bekommt man halt diese Items, wie gesagt, ja, so war das, glaube ich, ein bisschen intelligenter, ein bisschen klüger gemacht. So, aber im Prinzip brauchen wir die Diamanten ja sowieso eh nicht mehr. Ich werde jetzt mal gucken, wofür ich jetzt noch, Ja, natürlich. Sonst geht's euch gut. Wofür wir jetzt die Lava-Dings noch brauchen, ist hier noch irgendwo... Ach, da drüben ist übrigens der Diamant. Das ist schon mal gut. Im Übrigen weiß ich gar nicht, wo noch ein Männchen ist. Ein Kamerad werden wir ja noch irgendwo suchen müssen, glaube ich. Ja, das war ja ganz toll. Ah, da links. Irgendwo muss er sein. Schauen wir mal. So. Und wie ihr merkt, ich nehme die Folgen länger auf. Also sie sind ganz schön lang manchmal. Ihr merkt selber. Wir sind manchmal weit über 20 Minuten. Und das ist auch schön für euch. Da könnt ihr schön entspannt gucken. Ach, die beiden waren es ja genau. Die am Anfang, die haben wir ja vergessen. Und so könnt ihr schön entspannt dann auf der Couch oder auf eurem Sofa...
in eurem Sessel, wie auch immer, schön mit Popcorn, Cola in der Hand, meine Let's Plays euch angucken, wenn euch das gefällt. Nein, 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 du verbrennst sie nicht. So. So, Levelabgang. Vom ersten. Nicht gedacht, dass wir jetzt circa 5 Minuten haben wir jetzt dafür ungefähr gebraucht. Das gibt's doch gar nicht. Sogar fast 6. Und nu? Was passiert jetzt? Oh, das ist aber fies. Das ist aber fies. Das ist aber richtig gemein. Von wo? Ah, nein, nein, nein. Den Kollegen haben wir ganz vergessen da. Ah. Stimmt ja, wir mussten den ja retten. Magma-Anzug. Können wir das alles mal wieder zum Schmelzen bringen. Hätten wir ihn auch so retten können eigentlich wieder, aber naja, egal. Oder auch nicht. Mein Gott, das dauert hier und dauert und dauert, aber auch... nicht selbst verbrennen, Kumpel. Da ist ein Schutzanzug drin. Oder an... ja, eine Rüstung. Nein! Fail. Epic Fail. Soll vorsichtiger angehen, was das Ganze hier betrifft. Sollen echt hier so ein bisschen aufpassen, was wir... was wir tun. Die scheiß Raketen. War doof, dass man jetzt diesen Magma-Anzug hat. Weil da kann man nicht gar nicht richtig mit schießen. Da müssen wir auch hin. Sehe ich gerade. Da ist auch noch ein Kollege von uns. Und da gibt es nochmal einen Anzug. Schutzschild quasi. Meine ich ja Schutzschild, mein Gott. Schutzanzug, Schutzschild. Wie auch immer. Naja, so. Ob es hier einen Bonusraum gibt hier unten? Wer weiß. Werden wir es? Nein, aber ich habe meine Panzerung verloren damit. Aber hier wird wahrscheinlich irgendwo ein Diamant rumfliegen. Wo ich mein Glück wieder kenne. Oder? Oder diesmal vielleicht auch nicht. Ja, wer weiß. Werden so ein bisschen systematisch mal ein bisschen trotzdem mal vorsichtshalber ab. Man weiß ja nicht, ob man doch die Diamanten braucht nochmal. Vielleicht gibt es ja doch noch ein Bonus-Level. Wer weiß, wer weiß, wer weiß. Schauen wir mal. So, jetzt heißt es erstmal, ach, da oben ist der Diamant. Ja, super. Genau unter der Decke. Und genauso wie ich es nicht mag, mit der Lava zu schießen. Und das ist so gemein. So, haben wir denn jetzt alle gerettet oder... Stimmt, es wird ja dunkel hier. Oder, fehlt uns da noch irgendwo einer. Aber anscheinend fehlt uns da irgendwo noch einer, weil die Tür ist noch nicht offen. Die ist nämlich hier. Aber wo war der? Ah, hier. Da sind die Kollegen. Jawohl. Sehr schön. Jetzt haben wir ein bisschen weniger gebraucht. Ich glaube eine Minute weniger für dieses Level. Also wie fürs gerade, für das Level. Naja, egal. So. Ja, ein Diamant nehmen wir mit. Immer gut. Den können wir noch nicht retten. Da haben wir noch nicht die Fähigkeit für. Ich frage mich gerade, ob
wir überhaupt, wie gesagt, die Diamanten eigentlich brauchen noch in diesem Level. Oder beziehungsweise in dem letzten Bereich jetzt hier, in der letzten Episode. Ob es überhaupt was bringt, weil dann können wir uns das Ganze eigentlich auch sparen. Was war Ham, haben wir. Ne? Was war Ham, haben wir. So. Ganz simpel und ganz einfach. Was war Ham, haben wir. Wasseranzug. So, damit können wir wieder hier die das Crush-Eis bedienen. Da vielleicht irgendwie was hinter? Ja, ich wusste es doch. Ich wusste es doch. Ich wusste es doch. Aber ich glaube nicht, dass hier noch was drunter ist. Nee, glaube ich nicht. Hier vielleicht irgendwas drunter? Naja. Ob ich jetzt hier systematisch alles... Nein! Nein! Der hat aber auch gut gezielt, muss ich mal sagen. Also die haben echt ein gutes Aiming, die Gegner. Muss man den ja mal lassen. Also gutes Aiming haben sie echt, verdammt nochmal. So, wir müssen eh zurück, also können wir die auch erledigen. Oh, ein Krönchen, ein Krönchen, ein Krönchen. So. Wow, ist so dunkel hier, es ist so dunkel. Die Musik ist wieder total entspannend gerade. So, also wir wissen ja, da hinten ist der Diamant, den müssen wir auch mitnehmen. So. Was heißt müssen? Wir nehmen den einfach mal mit. So. Jetzt muss man aufpassen, dass der hier so ein gutes Aiming da, der Kollege. Für den Feuer erledigen. Bevor er anfängt zu schießen. Genau, sehr schön. So. Wow. So. Da ist kein Diamant. Hier vielleicht. Nee. Ah, da oben ist schon mal die Tür, das wissen wir schon mal, gut. Gut zu wissen. Wow! Ja, da war echt gut geschossen. Ich sag ja, die haben ja verdammt, gutes Aiming, die Jungs. Ah, wir sollen echt aufpassen. Wow, nicht zu lange im Dunkeln bleiben. Ist hier oben noch was? Ah. Ah, ich muss Eis mitnehmen. Verdammt viel Eis. Da drüben müssen auch noch welche sein, glaube ich. Ja. Wunderbar. Muss man mit dem Eis auch noch so ein bisschen spielen. Das ist natürlich auch schön. Auch schön in Szene gesetzt. So. Oh. Das haben wir locker gemeistert. Aber Vorsicht, wir wissen ja, zum Ende können immer noch Gegner auf uns warten. Achso. Das ist ja das Eis, was wir vorhin hingeschmissen haben. Das blockiert uns jetzt den Weg. So. Nächstes Level. Oh, hier ist schon wieder so dunkel. Warum ist hier so dunkel? Ah, da ist schon mal ein Kollege. Einen haben wir erledigt, habe ich schon gerade wieder gehört. Den haben wir unabsichtlich erschossen. Da ist aber ein Level up. Nein! Was haben wir hier? Wow. Ja, komm, schießt. Ich will sie durchfliegen hier, lutschen.
Hallo. Gibt's denn sowas? Ja, jetzt. Ja, schön. So macht ihr das fein. So macht ihr das fein. So macht ihr das brav. So. Was hat uns das jetzt gebracht? Ach, da unten ist. Den Magma-Anzug haben wir jetzt bekommen. Das heißt für uns, wir können jetzt auch Eis zum Schmelzen bringen. Und natürlich auch aufpassen, dass wir hier das Gas zum Explodieren bringen. Ich sag mal in Anführungsstrichen, bringt es denn am Ende denn irgendwas, wenn man da wirklich alle Level geklärt hat? Bekommt man da irgendwie einen Bonus für oder so? Würde mich mal echt interessieren. Oh nein, 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 nein. Oh nein. Man muss so aufpassen mit der verdammten Lava. Das gibt's gar nicht. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Man muss so höllisch aufpassen. Den nehme ich aber diesmal mit, den Kollegen. So. Da oben liegt ein Diamant. Den habe ich jetzt gesehen. Hier war der Weg, ne? Ja. Jetzt müssen die Jungs auf mich feuern. Ja, sehr schön. Wow, wunderbar. Diesmal haben die echt super getroffen. Diesmal hat es die auch sofort in den Tod gerissen. Ganz schnell und ganz zügig. So. Ab in den Magma-Anzug. Ich glaube, hier war ja nichts mehr, oder? Ne, ich glaube nicht. So. Rein da. Da oben war ja kein Diamant. Bringen wir das mal zum Explodieren, da das Gas. Bom, 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 bom. Das bringt ja eigentlich für uns gar nichts, ne? Weil wenn wir mal so überlegen, weil Magma gegen Magma bringt gar nichts. Ne. Aber den Diamant möchten wir mitnehmen und meinen Kollegen. Jetzt dürfen wir raus, jawohl. Sehr schön. Uah, oh nein, 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 nein. Och, das war doch so... Mann! Och, kommt! Das ist doch jetzt nicht wahr! Das glaube ich jetzt nicht, ne? Mann! Ja, dann machen wir das jetzt mal ein bisschen schneller hier, also... Das war jetzt echt dämlich, dass ich jetzt da hängen bleibe. An der doofen Tür da, an dem doofen Eis. Das ist echt blöd. Na kommt, schieß doch mal ein bisschen intensiver hier hin, ey. Jungs. Komm ich da schon durch? Ne. Anscheinend noch nicht. Oh Jungs, ey, jetzt stellt euch mal nicht so an hier. Mal ein bisschen schöner schießen. Ja, das sieht besser aus. So. Das hätten wir. Mann, aber da oben das mit den beiden, ey, das ist schon... Ganz komisch, dass die mich da so abgeledert haben. Naja, egal. Wir wissen ja jetzt, was wir zu tun haben. Von so an kann uns da nicht mehr viel passieren. Eigentlich. Na, man weiß ja. Früh tau zu Berge, wir ziehen Faldera. Ziehen Faldera. Da ist ein Schutzschild, das nehme ich doch gleich mit. Natürlich! Schutzschild nehme ich mit. So. Ja, natürlich. Und das Schutzschild ist sofort weg. Ey, das gibt's doch gar nicht. Wie soll man denn da gegen den was ausrichten? Da kann man gar nichts machen. Das ist doch voll dämlich.
Ja, sicher. Ja, natürlich. Mann, da kann man doch nichts machen. Wie soll man denn da? Ach, komm, ey, das ist so lächerlich. Das ist so lächerlich. Dass ich jetzt dieses Wichs-Drecks-Kack-Scheiß-Faschisten-Wichs-Level hier nochmal machen muss, ey. Mann. Das ist so ärgerlich vor allen Dingen auch. Da hätte ich mir viel Zeit sparen können, aber irgendwie. Mann, ey. Ja, und jetzt wollen die auch nicht sterben, oder wie sehe ich das hier? Mein Gott. So. Also, was habe ich auch noch nie erlebt. Ich meine, ich habe ja schon einige Level hier gehabt, wo ich echt abgekotzt habe, aber das ist echt die Krönung jetzt hier. Das ist jetzt mal echt die Krönung. Das ist jetzt mal echt die Krönung. So, also. Das Schutzschild nehmen wir mit. Natürlich. Nein! Nein! Gott sei Dank landen wir im Wasser. Meine Güte, nur wie so ein Wichs-Scheiß-Dingern hier oben, ey. Mann! Kann man denn gegen die was machen? Nein, kann man nicht, ne? Ich kann auch nicht das Eis irgendwie mitnehmen. Normalerweise könnte man auch das Eis irgendwie so brechen. Uah. Wisst ihr was? Ich erschieße den da hinten einfach, den Kollegen. Dann habe ich's, dann hat er es hinter sich und dann. Mann! Und das ist noch niemals das letzte Level. Nein! 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 Das gibt es nicht! Ich versau's mir selber im letzten Flug, ey. Das. Oh nein! Ah, jetzt bin ich echt stinkig. Also jetzt bin ich echt stinkig auf mich ein bisschen auch. Also das hätte jetzt nicht passieren dürfen. Soll ich euch. Achso, da komme ich ja noch gar nicht hin, ne? Na, ich muss ja den Magma-Anzug mir holen. Mann, ey! Mann! Das ärgert mich jetzt voll. Aber volles Rohr. Na, sowas ging gar nicht, ey. Mann. So eine Scheiße, ey. Die Folge wird auch wieder megamäßig Überlänge haben. Weil dieses einfach nicht funktioniert. Weil einfach zu dämlich dieses. Wie das gemacht ist, ey, das. Mann. Wie kann man nur so Gegner so dahinstellen und dann nur Magma haben können? Das gibt's nicht, ehrlich. Das regt mich auf, sowas. Also. Das ist so. Wie kann man Gegner so dahinstellen? Ich verstehe sowas nicht. Mann. Also, da muss ich sagen, das ist nicht. Das macht keinen Spaß, so zu spielen dann. Bin ich ganz ehrlich. So macht es keinen Spaß zu spielen. Wenn die Gegner so dämlich stehen, dass man das wirklich nur haarscharf schafft. Wenn überhaupt. Ja, sieh an, schießt er noch zu mir. Mann, jetzt muss das aber klappen. Bloß weg hier, bloß weg hier. Aber wo muss ich denn nochmal lang? Hier lang, ne? Oh, ja, natürlich. Ja, natürlich. Sonst habt ihr keine Probleme, oder wie? Och, nee, das glaube ich ja jetzt nicht. Jetzt sind da wirklich zwei. Boah, bloß weg hier. Bloß weg aus diesem scheiß Dreckslevel. Mann. Ja, ich würde sagen, liebe Leute, wie es hier weitergeht in diesem Bereich, ja, seht ihn in einer weiteren Folge. Pixel Junk. Ich muss mich erstmal wieder beruhigen. Ich glaube, ich muss erstmal ein Bier trinken, um von dieser atemberaubenden Achterbahnfahrt der Gefühle runterzukommen. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Also macht's gut. Ciao.